Ich denke, ein guter Maurer macht auch aus, dass er einfach auch mit den Leuten sein kann. Nicht immer Oma brüllt oder das Kommando übernimmt, dass er auch die, die unter ihm sind, das Kommando übergibt, sagt, du machst jetzt das und das. Ich bin Fabian Franzen, komme von Santi Fastos, bin über 10-jährig und mache die Ausbildung zum Maurer, jetzt im dritten Lehrjahr. Heute zeige ich euch, dass es auf dem Bau richtige Weidmischertypen gibt. Ich arbeite bei Wir Bauen. Der Standort ist hier für Stüdingen Altersschule. Und es sind ungefähr 120 Mitarbeiter. Wir sind hier in Stüdingen beim Prigli-Park. Das ist unser grösster Baustein von unserer Bude. Wir konstruieren hier mehrere Mehrfamilienhäuser. Auf dieser Baustelle gefällt mir relativ, dass wir zusammen arbeiten, obwohl es eine recht grosse Baustelle ist. Ich sehe hier alles, was ich muss in meiner Ausbildung sehen. Und ja, ich komme gut zurecht mit dem Team. Ich stelle euch jetzt mein Team vor. Hier ist Antonio, das ist auch ein Maurer von uns. Hier ist Michel, der ist unser grosser Polier. Und hier ist Diego. Das ist unser Bauführer. Der Michel, ich komme gut zurecht mit ihm. Er erklärt mir die Sachen gut. Und ist eigentlich noch angeblich. Mein Name ist Philipp Bona Michel. Ich bin 35-jährig, komme hier von Tüdingen. Ich bin seit 10 Jahren Hochbaupoli. Ich habe meine Karriere auf dem Bau mit der Maurerlehre angefangen. Ich habe mich dann weitergebildet zum Kranführer, Maschinist. Ich bin ein bisschen später in die Vorarbeiterschule. Ich habe eine Polierschule gemacht und habe noch die eidgenössische Polierprüfung abgelegt. Also der Polier ist verantwortlich für das ganze Geschehen auf der Baustelle. Das beinhaltet Personal, Inventar und das Material. Er macht Arbeitsvorbereitungen und ist sicher auch für die Arbeitssicherheit hier auf Platz zuständig. Fähigkeiten für auf den Bau zu kommen. Man sollte mit den Maschinen und mit den Werkzeugen vertraut sein. Man sollte ein bisschen rechnen und Sozialkompetenz haben. Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Maurerlehre sind sicher Maschinist-Kranführer. Man kann sich dann weiterbilden zum Vorarbeiter, weiter zum Polier. Man kann Richtung Bauführung gehen. Man kann weiter in die Schule Richtung Ingenieurwesen. Also eine wunderbare Grundausbildung. Kann auch sich weiterzubilden. Mein Karrierewunsch wäre, dass ich zum Vorarbeiter machen kann und dann schlussendlich zum Polier. Und wenn ich dann ein bisschen gearbeitet habe auf dem Polier, wäre es schon noch cool, Bauführer oder Chef zu machen. Dann. Ich empfehle euch die Lehre als Maurer, weil wir sind sehr viel draussen. Man hat sehr viel mit der Natur zu tun und man hat sehr gute Leute um sich.